glaube, das ist machbar. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das ist einfach die beste Combo. Sie erst in die Luft schießen und dann mit einem oben B einfach wegkicken. Beste einfach. Das ist Spirit Mode, lese ich gerade. Das ist der Singleplayer-Modus. Das, was sie hier gerade spielen. Das ist der Spirit Mode, weil wir hier die ganzen Spirits einsammeln, welche von diesen komischen Engelsgedöns weggeballert wurden. Er setzt auf seinen Spezialstandard ein, okay. Ja, okay. Das war doch mal ganz angenehm, würde ich sagen. Es hätte auch schlechter laufen können. Aber nein, es lief ganz okay. Ganz okay. Hallo, so, was ist am Abgehen? Wie findest du Merrick? Was ist eure Meinung über Merrick? Von Merrick, mit, über und sowieso Merrick. Merriku! Gab es Wind Waker für die Wii? Es gab die GameCube-Version für die Wii. Langsam echt so ein bisschen voran, habe ich das Gefühl. Das ist ganz angenehm. Hä? Okay, wir brauchen blau. Okay, okay, gut. Ach, verdammt. Geht doch. Wir wollen ja nicht, dass das hier zu einfach wird. Tony. So. Ich mag, dass hier die ganzen Splatoon-Charaktere rumhängen. Vielleicht der einzige Grund, warum ich das hier gerade mache, weil ich die alle haben möchte. Anemona. Ich möchte sterben, glaube ich, lieber. Vielleicht möchte ich sie doch nicht haben. So. Also dieser Riesensticker ist einfach echt richtig praktisch. Sie ist auch nur ein Dreiergeist. Das ist gar nicht mal so stark eigentlich. Ich finde sie als Assist einfach so cool. Sie ist halt einfach echt. Richtig, richtig nicer Geist, finde ich. Und richtig nicer Assist. Und ich finde es immer wieder spektakulär, wie sie die Luigi's Mansion Stage mit den ganzen Fatal Frame Dingern mixen. Das finde ich, das ist halt immer ganz süß. Da bin ich ein kleiner Fan von. Oh mein Gott, das sind einfach zwei Bewohner, die einfach... Oh, das ist ziemlich cute eigentlich.
wie gesagt, manchmal, manche Dinge in diesem Modus mag ich halt echt gerne, weil sie echt süß gemacht sind. Ja, was ist deine Aufgabe? Okay, warum war da jetzt so ein Feuervieh mit drin? Weil sie einem einfach mega Feuer unterm Hintern machen, wenn man sein Zeug nicht bezahlt? Obwohl, ja, das war ja der andere Typ. Das waren ja nicht die beiden. Keine Ahnung. Was geht bei euch? Oh, ich möchte Majora's Mask haben. Ja, bitte. Alles hoch plus Nachteil. Okay, ja, das ist echt ein, das ist echt nicht so gut. Möchte, ne, die Blume möchte ich, glaube ich, nicht. Die ist nicht so toll. Okay, Metaur. Schau mir, was da... Nein, oh Gott. Oh Gott. Das UI in diesem Spiel ist auch einfach... Ich weiß nicht, warum Smash Bros. Nicht hinkriegt, ein gutes UI zu machen. Es ist doch nicht so mega schwer. Das war mit KP. Ich habe mich schon gewundert, warum er nicht wegfliegt. Schlepp und Nap stalken nicht das ganze Leben, um sicher zu gehen, dass du auch was kaufst. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich habe übrigens immer noch mega Bock, irgendwie Animal Crossing zu spielen. Ich will jetzt irgendwie einmal reingucken, so die nächsten Tage. Es ist Winter und Winter ist eigentlich immer echt hübsch. Finde ich. Ja? Sehr schön. Animal Crossing für Switch wird so hübsch, lese ich gerade. Ey, Animal Crossing wird voll gut. Ich freue mich ganz doll drauf. Ich habe so Lust auf Animal Crossing für Switch, Mann. Habe so doll Lust drauf einfach. Das glaubt ihr gar nicht. Oh hey, cool. Wir sind durch. Zumindest mit dem Stadtteil. I did it. Und es war gar nicht so anstrengend, wie ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Gewonnen! Gewonnen! Sehr schön. Wo bringt mich das hier jetzt hin? Ach, die Strömung ist zu stark. Ja, das ist natürlich doof. Kann ich hier runter? Hopp. Dann. Ja. Flotsam und langsam, sehr gut. Ach, fuck. Das war nicht so klug. Ah, das war schon ziemlich klug. Denke nicht einmal daran, dieses Item zu werfen, Bruder. Ansonsten wäre der Kampf hier instant für mich vorbei. Und das fände ich instant nicht so toll, eigentlich.
Oh, wo wir gerade über Animal Crossing geredet haben. Da fällt mir ein, ich muss doch echt mal in mein Dorf gucken, ob ich irgendwelche Leute per Street Pass getroffen habe, dessen Häuser ich einfach ausrauben kann. Weil das beste Feature an Animal Crossing ist einfach, dass du. Ach, verdammt. Dass du. Geht doch. Das, du Bitch, Alter, jetzt sterb doch endlich mal. Hehehe. Haben wir's. Endlich. Dass man einfach zu anderen Leuten, die du per Street Pass getroffen hast, in die Häuser in diesem komischen Bereich gehen kannst, einfach alles kaufen kannst, was sie haben. Weil du die ganze Zeit Sachen suchst, die sie haben. Und das ist sehr praktisch. Du kannst zwar irgendwie fünf auf einmal bestellen oder drei, ich weiß es gar nicht. Aber es ist halt schon ein bisschen cool. Mochte ich sehr gerne. Ich glaube, ich muss das echt schneller machen, ne? Weil wenn die runterfallen, sind sie immer schon wieder unverwundbar und da trifft man sie dann nicht mehr. Hätte die Krone durchs Streetpass-Minispiel, lese ich gerade. Was war denn das nochmal? Das war das, was mit dabei war, oder? Jetzt hier hoch? Warum kann ich da nicht hoch? Das ist so offensichtlich, dass man da eigentlich hoch kann. Und wie komme ich da rein? Wie komme ich in diese. Ah, mit dem Bus? Warte mal, da war doch vorhin irgendwo. Irgendwo hier war doch. Ja, doch irgendwo ein Bus. Er war da hinten. Ah, war der hier irgendwo? Ah, ne, der war weiter hier drüben. Kam ich da hin? Anscheinend war ich da schon mal. Ach, da, okay. Hier rein. Dann hier hoch. Können wir erstmal das hier reparieren? Wow, wir können einfach alles machen. Uha! Vor allem, ist das nicht einfach das Dorf aus Majora, nee, gar nicht aus Twilight Princess, halt original vom Aufbau her? Hier rein? Das war hier, oder? Ist hier? Ich glaube, das war hier. Hätte die Krone bim bam bum. Gefühlt hatte der 3DS auch einfach so vom Main-System her so viel mehr Stuff als die Switch. Ich meine, der 3DS hat ja dieses Face Raiders und den ganzen Street Pass-Kram. Die Switch hat ja nicht mal den Street Pass-Zeugs mehr. So, das finde ich halt echt voll schade. So, ich glaube, ich finde Street Pass auf der Switch auch echt. Das wäre so ein Feature, was sie echt beibehalten hätten können. Daher wäre ich echt nicht böse drum gewesen. Schnart! Das sah aus wie Castlevania, aber ich bin mir nicht sicher. So, fahren wir mal mit dem Bus und gucken mal, wo uns der jetzt hinführt. Oh, er bringt uns tatsächlich hier hin.
Nee, tut er gar nicht. Doch, tut er. Das ist ja süß. Dann holen wir uns mal Melinda, würde ich sagen. Das war doch schön. Ja, nice. Dann können wir ja direkt mal den Charakter auf Melinda wechseln, würde ich mal so sagen. Da-da-da-da. Und da kennen wir uns sogar lang. Es wird ja immer besser. So, pass auf. Passen Sie auf. Ich finde es übrigens so weird, dass es einfach die Farben nicht nachladen kann, dass das so super lange dauert, bis da was passiert. Ich glaube, ich möchte ihr Happy Home Designer Outfit. Das finde ich viel schöner. Aha, cool. Danach habe ich gesucht. Und denn hier? Erhöhte Angriffskraft gegen Helfertrophäen. Wow, okay. Das ist, glaube ich, richtig praktisch. Und du bist auch richtig praktisch eigentlich. Lang. Königin. Ach komm. Das möchte ich mal gucken, was da passiert. Wie spielt sich Melinda, Alter? Mit der habe ich ja noch nie. Also noch nie. Gar nicht. Erste Mal. Premiere, Mann. Oh Gott. Tja, ist halt wirklich wie ein Animal Crossing hier mit den Bienen. Gewonnen. Damn. Okay, das war weird. Müssen wir ein bisschen länger machen. Also mit Melinda muss ich ja eigentlich echt gut werden. So, da komme ich ja gar nicht drum herum, dass ich mit der, der nix kann. Aktivität mit der Bienenkönigin. Schau an, schau ein. Hereingesummt, liebes Kind. Okay. Ich glaube, dein Dojo ist leider nicht so das, was wir suchen. So, Nick, zeig uns, was du kannst. Bin leider echt es nicht gewöhnt, mit ihr zu spielen. Oh Gott.
Alter, ich halt noch rumleide mit ihr. Ach du Kacke. Okay. Okay. Oh Gott.